ist delicious. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen Folge der FC Liverpool Trainerkarriere hier am Liverpool Samstag. Heute werden wir die letzten Champions League Spiele bestreiten. Beide Champions League Spiele, die ich heute übrig habe, gegen FC Midtjylland und gegen Ajax Amsterdam, muss ich nicht selber spielen. Und ich spiele sie auch nicht selber, weil wir halt in der Champions League sowieso schon Gruppenerster sind. Wenn Ajax gewinnen sollte, zwei Spiele, haben sie 11 Punkte. Wir haben 12 Punkte jetzt schon. Und ich glaube auch nicht, dass ich die Simulation gegen Midtjylland oder so verlieren werde. Deswegen habe ich heute noch viel geilere Spiele vor uns. Manchester United auswärts im Old Trafford und zu Hause gegen Everton. Dann nehmen wir natürlich noch die Sheffield-Partie mit, werde ich simulieren. Und das letzte Spiel für heute ist das Ajax-Amsterdam-Spiel in der Champions League, was wir auch simulieren. Nächste Folge dann Chelsea, Heimspiel. Dann Aston Villa im Pokal, Leeds United, Southampton. Ich weiß gar nicht, was wir da alles alleine spielen werden. Ich denke mal Chelsea und Aston Villa. Darauf würde es hinauslaufen, weil Leeds hätte ich auch Bock, alleine zu spielen. Southampton ist auch nicht so verkehrt. Also, wir kommen in die heiße Phase der Liverpool-Karriere. Und ja, wir sind ja hier im November. Es ist ja hier, jetzt komme ich nicht drauf. Wie heißen die Duelle immer zum Dezember? Boxing Days. Jetzt bin ich drauf gekommen. Die Boxing Days-Tage sind ja hier zu Weihnachten. Drei Spiele jetzt in kürzester Zeit. Und so wirklich Pause gibt es halt nicht. Eine Januarwoche ist Pause und dann halt direkt wieder ja, Transferphase und Premier League Abfahrt weiter. Genauso wie wir jetzt reingehen in den FC Midtjylland, wo wir ein bisschen austauschen werden. Ich mach mal Mbappé. Mbappé kriegt eine Spielpause. Dafür kommt Wijnaldum ins ZOM. Oxlade Chamberlain kommt rein. Van Dijk kriegt ein Spielchen Pause für Matip. Aber die anderen werden spielen. Und das ist ja eh unser Plan. Wenn Mbappé Pause bekommt, dann rückt Firmino nach vorne. Und genauso machen wir es ja. Ja, immer. Schwarz, Mabil, siehst du. Ja, wenn alles normal läuft, sollten wir hier in der Champions League gewinnen. Gegen FC Midtjylland, oder? 3-0. Mané, Roberto, Firmino. Und wer hat es noch gemacht? Nochmal Mané. Mané Doppelpack. Sehr schön. Und wie hat Dings gespielt? Ajax habe ich jetzt nicht so schnell gesehen. Und da spielen die erst morgen. Ist ja auch egal. Wir sollten dieses Ligaspiel gegen Manchester United nicht verlieren. Weil ansonsten überholt uns Manchester United. Wir vergrößern den Abstand auf Manchester City. Weil Manchester City ist mit 8 Punkten vor uns. Also, und unser Ziel ist es natürlich, Meister zu werden. Ne? Ist ja selbstverständlich. Ich denke drüber nach, Alter. Van Dijk, du wirst natürlich spielen, ist doch klar. Keine Sorge. Was ist das Beste fürs Team? Keine Sorge, ich habe dich im Hinterkopf. Alter, Mbappé, also da kommen direkt Nachrichten rein, wenn ich sie einmal nicht in der Aufstellung habe, ne? Unfassbar. Aber hier, Salah ist nicht mehr ganz so fit. Aber dieses Spiel gegen Manchester United muss er bestreiten. Mbappé kommt natürlich auch wieder rein. Keita spielt diesmal jetzt hier vor Oxlade. Thiago bleibt weiter unten. Van Dijk kommt rein. Und so spielen wir gegen Manchester United. Wen sich alles geholt haben, das werden wir jetzt noch sehen. Vor der Partie. Cavani, Fernandes, Zyganikov, Pogba, Fabinho, Rashford, Telles, Lindelöf, Umtiti, Wan-Bissaka und David De Gea im Tor. Ultimativ 5 Minuten im Regen. Let's go, wir gehen rein. Abfahrt. Oh, da haben wir das Stadion. Ich will nicht sagen, es ist ein entscheidendes Spiel. Aber es ist schon extremst, extremst wichtig. Heftig, Mann. Und da sind wir wieder beim Thema. Fußballreise kann man natürlich diesmal, boah, dieses Jahr oder nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht machen. Aufgrund der aktuellen Lage ist klar. Aber irgendwann in meinem irgendwann in meinem Leben würde ich schon mal gerne so eine Englandreise und die ganzen Fußballstadien ja angucken. Am besten natürlich auch ein Spiel live im Stadion verfolgen. Das wäre heftig. Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester United. Alles irgendwie mitnehmen. Wie mal 3 Wochen Urlaub in England oder so. Hätte ich Bock drauf. Naby Keita, wir haben Platz. Ein Verteidiger ist mit rausgerückt und Mbappé holt nicht den Freistoß raus. Es wäre auch bitter gewesen, hätte er sich in dieser Situation da verletzt. Aber alles gut. Jawohl, Keita. Naby Keita. Vorne auf Roberto Firmino und jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Freiraum. Mbappé startet durch, Mbappé startet durch. Firmino kriegt ihn nicht durchgesteckt. Situation ist natürlich noch nicht vorbei. Salah! Oh! Sadio Mané! Oh! Dass der Ball da so gut in die Mitte kommt, hätte ich nicht gedacht.
Mbappé aus der zweiten Reihe. Mbappé aus der zweiten Reihe. Brutal. 0-0. Ecke, Flanke, kommt rein. Dieses Mal anders. Dieses Mal spielt Mbappé auf Firmino. Firmino hinten rum, Sadio Mané. Ping-Pong. Da ist es. Da ist es. Sadio Mané, 30. Spielminute. Lässt sich vor den Manchester United Fans feiern. Das ist jetzt nicht so die beste Idee. Aber es war ein schönes Türchen. Ein schönes Türchen. Und mal nicht Firmino auf Mbappé, so wie wir in den letzten Spielen immer die Tore gemacht haben. Eigentlich Mbappé hat ja Tore gemacht wie kein anderer. Sondern dieses Mal Firmino auf Mané. Und der haut das Ding natürlich rein, weil unser Sturm ist geisteskrank mit Salah, Firmino, Mbappé und Mané. Komm, geh, Robertson. Robertson, einer der besten Außenverteidiger der Welt. Mbappé zieht in die Mitte und da hätte ich durchstecken müssen. Da war eine Millisekunde, war da genau in dieser Situation, in dieser Millisekunde hätte ich Firmino schicken sollen. Ach man. Ich habe ja irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt nicht das 2-0 mache, werde ich hier noch bestraft. So wie es im Fußball eigentlich immer ist. Salah. Mo Salah. Salah in die Mitte. Es gibt den nächsten Eckball. Den spiele ich ganz normal hinein auf Mané. Henderson. Hintenrum. Naby Keita. Komm, lad meine Bombe ab. Halbzeit. Wir dürfen in der Liga nicht mehr rumtrollen. Wir haben schon jetzt viel zu viel Punkte Abstand hinter Manchester City. Deswegen muss das hier ein Dreier sein. Und auch gegen Everton danach. Und auch diese Simulation gegen Sheffield muss erfolgreich sein. Wir müssen alle Ligaspiele heute gewinnen. Es gibt gar nichts anderes, Leute. Wir müssen alle Ligaspiele heute gewinnen. Punkt. Muss er haben. Hat er auch, Arnold. Und schnell nach vorne spielen. Über Mbappé. Henderson. Firmino, da sehe ich ihn doch laufen. Weiter Mbappé. In den Rücken. Und jetzt müssen wir aufpassen. Ein Hin und Her jetzt hier gerade. Ein Hin und Her. Jetzt Zugankov. Jawohl. Joe Gomez passt auf. Joe Gomez stürmt mit nach vorne. Nimmt links außen Sadio Mané mit. Das kann was werden. Aber es wird nichts draus. Und bitte nicht. 70. Minute. Fabinho hat Platz. Arnold klärt erstmal. Van Dijk klärt Elfmeter. Was? Ernsthaft? Schiri. Ach komm. Bruno Fernandes lupft das Ding unten rechts hin. Und es steht 1-1. Ach man, ich hab's genau gewusst. Ich hab's vorhin gesagt. Wenn wir hier nicht das 2-0 machen, kriegen wir das 1-1. Wehe. Fabinho. Hört doch auf. Oh! Hallo? Ja? 80. Spielminute. Oben geht Mané. Mané. Sadio. Mané. Und David De Gea ist zur Stelle. Unglaubliches Spiel, Jungs. Genau so ein Spiel erwartet man sich in der Premier League. Aber so ein Spiel habe ich mir nicht erhofft. Weil für die Fans und so ist natürlich ein geiles Spiel. So ein enges Spiel. Aber für uns hier in der Karriere ist es natürlich nicht so geil. Weil wir brauchen die 3 Punkte. Leute, wir brauchen die 3 Punkte. Weg damit. Na, jawohl, Joe Gomez. Und Batz. Und nochmal. Ach, hol ihn. Der ist zu weit. 86. Nein. Komm, verlier den Ball. Ja. Abseits. Salah steht im Abseits. Junge, du musst doch aufpassen, wo du stehst.
Hab ich Henderson. Stark. Mané. Mbappé, Mané, Keita. Sadio Mané. Oh! Geht ins Seitenhaus und das war's. Ich glaube, da ja, kann nichts mehr passieren. Es sei denn, wir kriegen jetzt den Abschluss direkt und der landet irgendwie bei Mbappé. Letzter Angriff. In die Mitte und das war's. Och Mann, ich spiel unentschieden. Unentschieden gegen Manchester United. Und ich habe wieder geführt. Das ist so lächerlich, Mann. Einen Punkt. Und sicherlich hat Man City gewonnen. Ich rieche es schon. Leute, ich rieche es einfach. Man City safe gewonnen. Safe. Oder? Ja, 3-0 gegen Everton. Ach Mann, Alter. Leute, es ist nichts für schwache Nerven. Wir sind abgerutscht auf Platz 4. Wir müssen jetzt gegen FC Everton. Und ja, wir werden wieder ein bisschen was rotieren, weil auch Joe Gomez ist jetzt nicht mehr so der ja, ganz fitteste. Deswegen geht hier Van Marte rein. Thiago kommt wieder rein. Aber den Rest lasse ich so. Wir brauchen natürlich, wir brauchen jetzt auch 3 Punkte. Wir haben eben 3 Punkte gebraucht. Wir brauchen jetzt 3 Punkte. Man City hat 10 Punkte vor uns. Sind 10 Punkte vor uns. Das ist viel zu viel, Mann. Und wenn ich den Stürmer da schon wieder sehe, ne? Richarlison. Eieieiei. Komm, lasst uns einfach so spielen wie in den Anfangsfolgen. Einfach alles zerstören, was geht. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit los ist, Mann. Schöne Drehung von Firmino. Und dann wird der Schuss natürlich abgeblockt. Und wir laufen nicht in den Konter. Das kriegen wir sehr gut verteidigt. Mbappé, Firmino, Salah. Schön gespielt. Mohamed Salah in den Rücken. In den Rückraum. Und dann geht er goldrichtig. Erstes Tor nach 6 Minuten. Roberto, Firmino. Jetzt lässt er sich hier schön mit den Fans feiern. Bam, Junge. Jawohl. Wichtig. Frühes Tor. Und jetzt haben wir auch genügend Zeit, um direkt nachzulegen. Weil 2-0 haben wir jetzt mal wieder gesehen. Ein 2-0 ist sehr, sehr wichtig. Ansonsten kann es direkt 1-1 stehen. Die gegnerische Mannschaft kann in der 90. das Tor machen. Aber das ist bitter. Ich trauere diese Manchester United Niederlage, sage ich schon fast. Immer noch hinterher. Und den kriegt er. Mohamed Salah. Roberto Firmino, Bing Bong. Wieso ging das eben gegen Dings nicht? Gegen Manchester United. Jetzt 2-0, zweimal Firmino. Ein Traumstart, Leute. Ein Traumstart, so wie man ihn sich immer vorstellt. Schön gespielt hier, Salah. Salah mit der Drehung, dann kommt Firmino hinterher und Firmino haut ihn halt, ja, unhaltbar in den Knick. Okay, Sadio Mané. Leute, wir machen hier Tore im Minutentakt. Mbappé. Wir machen Tore im 5-Minuten-Takt. 3-0 nach, ja, 15 Spielminuten. Sowas hatten wir selten, aber es tut jetzt extremst gut, nach dieser Niederlage so ein Spiel zu haben. Und es geht munter und fröhlich weiter. Guckt euch das an. Firmino in die Mitte. Mbappé, Ping-Pong. 18. Spielminute, 4-0. Jungs, was passiert hier? Mbappé. Batz. Wichtig. Und das ist bei diesem Spielstand, ja, safe der Dreier. 3 Punkte schon mal aufs Konto von uns, weil das werden wir jetzt hier nicht mehr aus den Händen reißen lassen. Und so ist es. 4-1. Bolasi hat es hier noch gemacht nach dem 4-0. Ja, bin ich zum Endergebnis gesprungen. Manchester City hat auch gewonnen. Also seht mal, wir müssen immer gegen die Mannschaft, gegen die Manchester City im Spieltag davor gespielt hat. Weil wir müssen jetzt gegen Sheffield. Eben musste Man City gegen Sheffield. Und wir sind wieder auf dem 3. Platz, punktgleich mit Tottenham Hotspurs. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt gegen Sheffield gewinnen können in der Simulation, weil wir brauchen jetzt... Alter, wie sieht denn diese Fitness aus? Oh mein Gott, und danach müssen wir direkt gegen Dings, gegen Ajax Amsterdam. Aber gegen Ajax können wir eigentlich komplett rotieren, weil wir gegen Ajax halt sowieso... Wir sind in der Champions League sowieso schon weiter, deswegen spiele ich jetzt so. Ich tausche nur die beiden.
Und dann... Alter Falter, okay. Sheffield sind... Die Leute sind auf dem 20. Platz. Wenn wir jetzt hier verlieren, dann weiß ich auch nicht. Hallo? Ja, 2-0. Mané und Salah. Das hat ziemlich lange geladen. Und Stevens hat in der 10. Minute rot bekommen. Ja, moin. Und dann nur ein 2-0. Und Man City ist hier nicht dabei. Tottenham gewinnt aber... Und Manchester City hat wahrscheinlich morgen oder so ein Spiel. Sehen wir jetzt nicht mehr, aber Champions League sind wir ja sowieso. Das heißt, ich werde in der Champions League jetzt mal komplett rotieren, Leute. Ich werde komplett alle mal auswechseln und unsere komplett Ersatzelf spielen lassen hier im Sturm. Wer kann denn da spielen? Ich habe keinen Ersatzstürmer. Das ist das Bittere. Das heißt, okay, Firmino steht im Sturm. Das ist aber auch der Einzige, der hier nicht rotiert wird, weil er eben... Pause hatte. Minamino kommt rein. Da kommt Diego Jota rein. Dann kommt Keita rein. Ups. Keita so. Wijnaldum dann auch da wieder. Tsimikas hinten links. Also ich werde alles einmal tauschen. Van Dijk für Phillips. Dann haben wir hier rechts Williams. Innenverteidigung. Matip geht raus für Kumetio. Leute. Mit dieser Aufstellung werde ich jetzt in der Champions League gegen Ajax Amsterdam spielen. Und wenn wir gewinnen, wäre es schon sensationell. Mit dieser Aufstellung eigentlich nur Firmino, Wijnaldum, Chamberlain. Okay, es ist schon noch gut. Aber natürlich im Gegensatz zu unserer A11 eigentlich nicht gut. Aber gucken wir mal. Gerade die Innenverteidigung mit Kumetio und wie hieß er? Chambers? Wie hieß er? Und wir gewinnen trotzdem 2-0. Chamberlain und Diego Jota haben es gemacht. Und das heißt, wir sind in der Champions League ungeschlagen. Wir haben in jedem Spiel gewonnen, 18 Punkte, 6 Siege, 6 Spiele. Also in der Champions League kann es nicht besser laufen. Und jetzt in der nächsten Folge seht ihr Chelsea, Man City hat auch wieder gewonnen, 10 Punkte immer noch der Abstand. Und die nächste Folge, ihr seht es, mit Chelsea ist das halt... Da habe ich jetzt schon so ein bisschen Bauchschmerzen, aber ich hoffe, dass wir gewinnen. Ich hoffe, dass wir gewinnen und schreibt mir schon mal Ersatzstürmer in die Kommentare, welchen Ersatzstürmer wir uns holen könnten. Bald ist die Transferphase da. Wir hätten noch ein paar Millionen sind zur Verfügung, aber wir können uns jetzt keinen Weltstar als Ersatz holen, das ist auch klar. Leute, das war's aber für die heutige FIFA-Karrierefolge mit dem FC Liverpool. Mal wieder richtig spannend, gerade das Manchester United-Spiel war halt so, ja, Genickbruch, sage ich mal. Klar, 10 Punkte kann man immer noch aufholen, wir müssen noch direktes Duell in der Rückrunde gegen Man City. Man City muss ja auch nochmal gegen Chelsea, gegen Manchester United und. Da kann man die Punkte auf jeden Fall noch aufholen, es wird aber schwer. Es wird definitiv schwer. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.